Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zur Auslegung des Sonntagsevangeliums, 24. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B. Wir hören heute ein wunderbares Evangelium über die Frage, wer ist Christus, wer ist Christus, und die Frage, was ist seine Aufgabe in dieser Welt. So wollen wir jetzt am Anfang zusammen beten. Allmächtiger Vater, ich danke dir, dass du Sinn und Ziel unseres Lebens bist, dass du uns zu dir hinführst. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst, dass du bei uns bist und dass du deinen Sohn gesandt hast, ihn offenbart hast als ja, deinen Sohn, als Gott von Gott, wahrer Gott vom wahren Gott, dass du ihn aber auch Mensch werden hast lassen, dass er unsere Probleme und unsere Sünden mitträgt, dass er uns von Satans Sünde und Tod befreit und uns in die Ewigkeit aufnimmt. Amen. Ihr Lieben, wir lesen zusammen das Evangelium. Evangelium aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging Jesus mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Auf dem Weg fragte er die Jünger: Für wen halten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm: Einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen von den Propheten. Da fragte er sie: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm: Du bist der Christus. Doch er gebot ihnen, niemand etwas über ihn zu sagen. Dann begann er sie darüber zu belehren. Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete mit Freimut darüber. Da nahm ihn Petrus beiseite und begann, ihn zurechtzuweisen. Jesus aber wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht: Tritt hinter mich, Satan! Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte: Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, der wird es retten. Ihr Lieben, da steckt so viel drin. Es ist wunderbar. Für wen halten mich die Menschen, fragt Jesus. Und da kommen natürlich verschiedene Antworten. Einige sagen für Johannes den Täufer, der auferstanden sein soll anscheinend. Andere für Elia. Elia ist der, der wiederkommt, bevor der Messias kommt. Wieder andere für einen der anderen Propheten. Aber Jesus fragt dann nochmal die Jünger: Für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete: Du bist der Christus. An anderer Stelle im anderen Evangelium ist es so, dass dann auch der Auftrag an Petrus kommt, dass wurde ihm quasi von Gott geoffenbart, sagt Jesus, nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, und dass er dann eingesetzt wird als der Papst sozusagen. Hier ist es nicht so, aber das Bekenntnis des Petrus ist das, worauf die Kirche fußt. Also die Kirche steht auf dem Bekenntnis, dass Jesus der Christus ist. Der Christus ist der Meschiach, der Messias, der Gesalbte Gottes. Und das ist natürlich ein sehr illustrer Begriff, weil der Messias ist der, der das Heil Gottes bringt. Also der angekündigt wurde, um das Volk zu erlösen. Wir alle kennen die Stellen aus dem Gottesknechtslied, bei dem der Gottesknecht die Leiden der Menschen auf sich nimmt. Also wir hatten nur Spott und Hohn für ihn übrig, aber er aber trug unsere Sünden. Ihr alle könnt die Gottesknechtslieder bei Jesaja nochmal nachlesen. Es ist wunderbar, wie der Messias da vorausgesagt wird, als der Leidende. Aber es gibt auch andere Stellen, gerade wenn der Herr dann darüber spricht, dass der Menschensohn leiden müsse,
Es gibt auch andere Stellen in der Bibel, wo der Menschensohn in der Herrlichkeit, in der Glorie dargestellt wird, als einer, der in Herrlichkeit auftritt. Und da sind wir jetzt schon bei einem Punkt. Wenn du sagst, Jesus ist mein Messias, Jesus ist mein Heiland, Jesus ist mein Erlöser, dann ist es schon mal, ich würde sagen, das A und das O. Weil wir bekennen dann Jesus Christus als den, der uns erlösen kann. Aber, jetzt kommt das große Aber. Schau, wenn du und ich, wenn wir bekennen, dass Jesus unser Erlöser ist, dann tun wir das, aber wir haben alle ein, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Wir alle haben was an unserem Bild von Jesus, an unserem Bild von Gott, was richtig ist. Wir alle haben aber auch, ich sage jetzt mal, dunkle Flecken, sprich Dinge, die wir an Gott noch nicht erkennen. Ist ja klar, wenn Gott in unser Hirnkasten, in unser Herz ganz reinpassen würde, dann wären wir ja größer als Gott. Aber ihr müsst euch jetzt vorstellen, also wir verstehen nicht alles von Gott, wir bekommen Gott nicht ganz habhaft. Das heißt, er muss uns immer wieder überraschen können. Er muss sein, das Gottesbild in uns muss sich immer permanent erneuern. Also wenn du sagst, Jesus ist mein Erlöser, dann hat es in der Pubertät andere Aspekte, als es dann als junger Familienvater ist oder jetzt ich als Priester. Ich habe auch mal gemerkt, zum Beispiel als ich Pfarrer geworden bin, jetzt, da hat das, dass Jesus mein Erlöser ist, ganz andere Aspekte. Und das ist genau der Punkt. Die Gefahr besteht dann, wenn wir wie Petrus agieren und sagen, wir nehmen Jesus beiseite und sagen, jetzt pass mal auf, komm mal her, Jesus. Jetzt guck mal, ja. Ich kenne das aus der Schule, da hat immer der Lehrer gesagt, Pater Isaac, also Philipp, damals hier schön nach der Stunde Gespräch. Da habe ich schon immer Panikattacken bekommen, weil das war selten gute Gespräche. Kommst du mal bitte. Kommst du mal bitte, ich möchte mit dir reden. Und dann sagen wir, Jesus, jetzt pass mal auf, so und so und so geht das aber nicht, wie du dir das gedacht hast. Und da entsteht das Problem. Weil Gott muss mich überraschen können. Ich muss mein Gottesbild immer wieder revidieren. Ich muss mich immer wieder von Gott in die Karten schauen lassen und sagen können, hey, hier möchte ich dich überraschen, hier möchte ich dir was zeigen. Und hier möchte ich dich erlösen von gerade was dich beschwert, was dir auf dem Herzen liegt. Nur so kann Jesus dein Messias sein, dein Erlöser, wenn nicht du ihm sagst, was er zu tun hat, sondern er dir. Und das ist das Wunderbare an der Botschaft Jesu Christi, dass er uns erlösen will, nicht wir müssen uns erlösen. Mir ist in letzter Zeit ein Gedanke immer mehr gekommen und immer stärker geworden, dass wir in allem neugierig sein sollen, was Gott tut. Also beispielsweise in der Pfarrei jetzt als Pfarrer, es gibt manche Sachen, da ist man frustriert, weil die Leute anders denken als man selbst oder Erneuerung oder das, was Pfarrei ist, anders definieren als man selbst. Und dann für mich jetzt seit neuestens wirklich immer die Frage einfach der Neugierde. Herr, was möchtest du jetzt darin machen? Wenn jemand Bedenken äußert oder seine Sorgen oder wo er sagt, ach, das gefällt mir nicht. Nicht fragen, warum sagt er das jetzt oder sich denken, oh, das weiß ich aber besser oder irgendwas. Sondern einfach nur, Herr, was möchtest du jetzt darin machen? Was möchtest du jetzt darin machen? Und es kann auch sehr schwer sein, weil in Krisenzeiten ist das irre schwer. Stellt euch die Mutter Gottes vor, die das gemacht hat. Sie bewahrte alles, die Worte Gottes in ihrem Herzen, unter dem Kreuz. Sie konnte nur dort stehen und sagen, Herr, was du wohl da Gutes draus machen kannst. Ich weiß es nicht, aber ich vertraue darauf, dass du es kannst. Und ihr wisst ja, das ist der eigentliche Zugang, nicht der den Petrus, den wir aber alle in uns haben, so nach dem Motto, jetzt komm, jetzt zeig ich dir Gott mal, was du eigentlich tun solltest, was du eigentlich machen müsstest. Und Jesus erklärt dann eben, dass der Menschensohn vieles erleiden muss, von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden wird und nach 3 Tagen auferstehen wird. Und er redete mit Freimut darüber. Also diese Botschaft, dass der Messias durch sein Leiden uns erlöst, das hat Jesus mit Freimut verkündet. Und ich glaube, da rein, Leute, in der Gefahr, dass es heute ein bisschen länger wird, da hinein müssen wir als Kirche wieder viel mehr verkünden. Paulus schreibt dann an einer Stelle, dass er sagt, ich habe nicht mit klugen und gewandten Worten verkündet, sondern mit dem Erweis von Macht und Vollmacht und Werken, also Wundertaten. Und da müssen wir viel mehr mit da rein. Wir bleiben als Kirche dann relevant, wirklich, wenn wir die Botschaft Christi wieder neu ins Zentrum stellen. Herr Jesus, du bist es, der es tut. Wenn Leute Sorgen haben, was ihn beschäftigt, dann sagen, hey, bitte, hier, Jesus, schau mal auf Jesus, bet mal, fang mal das Beten an, fang mal deine Sünden zu bereuen, geh mal beichten. Also wieder mehr auf die Botschaft fokussieren.
Weil Jesus ist dann ganz klar, und das tut er auch bei uns. Er sagt manchmal zu uns, tritt hinter mich zurück, Satan, so wie bei Petrus. Tritt hinter mich zurück, Satan. Hinter mich zurück, ab in die Nachfolge. Und das dürfen wir auch liebevoll manchmal machen. Es gibt manchmal Menschen, die wirklich dann auch, wo gerade was Boshaftes hier rüberkommt. Also ich habe letztens auch ein bisschen so schlecht über Mitbruder geredet und dann hat ein anderer Mitbruder von mir gesagt, super, jetzt reicht's. Und das ist natürlich auch wichtig, dass mir jemand sagen kann, hey, hinter mich zurück, Satan. Also der Satan, der gerade in mir, das ist natürlich sehr krass formuliert, aber das, was in mir böse ist, ich brauche Leute, die mich korrigieren können. Gerade in der Gemeinschaft, im Kloster ist das sehr wichtig. Und deswegen sagt Jesus, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das war der Satz, der mich zu meiner Berufung gebracht hat, wirklich. Also in der Abi-Zeit ist mir dieser Satz dann bei einer Predigt und beim Evangelium so tief ins Herz gefallen, dass es darum geht, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen Willen und des Evangeliums Willen verliert, wird es gewinnen. Leute, so viele Menschen versuchen ihr Leben festzuhalten und zu leben, was ich will, was ich mag und vergessen dabei, dass wenn wir unser Leben hingeben für Gott, dass dann unsere innerste Sehnsucht, vielleicht nicht das, worauf ich gerade Bock habe, aber das, was mein innerstes Herz, mein innerstes bei Gott sein möchte und fordert, erfüllt wird. Und zu dieser Freude seid ihr berufen und das wünsche ich euch, dass ihr das erlebt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.